Autos stehen, Fußgänger warten, die Bahn verpasst man in letzter Sekunde. Aber als Radfahrer komme ich immer voran. Man sieht was von der Gegend, kann überall problemlos, kostenlos parken und gesund ist es auch noch. Wenn das E-Bike die Steigerungsform des Rads ist, dann ist das OneMove Electrified S3 der Superlativ. Mehr Hightech geht nicht. Seit über 2 Jahren und 4000 Kilometern fahre ich OneMove. Erst mit dem S1 und dann mit dem S2. Und jetzt hat mir OneMove selbst die Gelegenheit gegeben, das S3 schon 2 Wochen vor Marktstart zu testen. Nun, das habe ich getan. Ist es nicht wunderschön? Diese schlichte Formsprache. Der neue, kratzfeste, matte Lack in Schwarz oder Blaugrau. Genau mein Geschmack. Keine komischen Logos. Viele Fahrräder sehen wahllos zusammengesetzt aus. Dieses hier ist einheitlich. Das Electrified S3 ist nochmal minimalistischer als sein Vorgänger, auch wenn ich das für unmöglich hielt. Die überarbeiteten Schweißnähte sind glatt und fast jedes noch so kleine Bauteil jetzt mattschwarz. Die vorinstallierten Metallschutzbleche subtil, genauso wie das verbesserte Kabelmanagement und die Lichter im Oberrohr. Hinten mit eleganten LED-Streifen und vorne gleißend hell in der Nacht. Auch Kurven werden ohne Probleme tipptopp ausgeleuchtet. Dank Helligkeitssensor geht das Licht automatisch an, wenn es dunkel wird. Ihr müsst euch also nie Gedanken machen. Die Lampen haben immer Strom und geklaut werden können sie auch nicht. Es gibt keine Federung, weil es sich hierbei um ein Stadtrad handelt, aber die dicken, pannensicheren Reifen dämpfen einiges weg. Ich versuche trotzdem, so gut es geht, Kopfsteinpflaster zu vermeiden, denn da hilft auch der neue, weichere Sattel wenig. Über 90% der Teile sind von OneMove selbst entwickelt oder in enger Kooperation mit den jeweiligen Herstellern exklusiv hergestellt. So werden die Reifen von Schwalbe im Serienmodell anstelle eines blauen Ballon-Logos ein graues haben. Solche Details schätze ich. Auch liebe ich den Lenker, der sich jetzt leichter und direkter anfühlt, als gäbe es keinen Frontmotor. Die geschwungene Form ist großartig und das Fahrgefühl echt schwer zu beschreiben, wenn man es noch nicht selbst erlebt hat. Die Griffe können nicht verrutschen. Solltet ihr in Berlin sein, macht unbedingt eine Probefahrt im neuen Store. Ich habe bei den Videos zum S1 und S2 oft in den Kommentaren gelesen, dass ihr euch Hydraulikbremsen wünscht und OneMove hat nun eigene entwickelt. Sie sind bemerkenswert klein, weil sie leicht im Lenker versenkt wurden und das Ansprechverhalten ist großartig. Damit bleibt man schnell stehen und im Gegensatz zu mechanischen Bremsen muss man sie nicht alle paar hundert Kilometer nachstellen. Die Bremsscheiben sind neu und so dumm das klingt, die schönsten, die ich kenne, sie haben keine Löcher. Das verbessert die Bremswirkung ein bisschen und wegen Überhitzung muss man sich keine Sorgen machen. Es ist auch kein Downhill-Mountainbike. Noch 2 kleine Details, sowohl die Klingel als auch das Display sind keine drangeschraubten Teile, die geklaut werden könnten, sondern im Rad integriert. Dieser Knopf hier klingelt in einem von aktuell 3 wählbaren Tönen. Das Display besteht aus 166 LEDs in der Stange, die sehr detailliert den Akkustand und die aktuelle Geschwindigkeit anzeigen. Bei Nacht sieht das wahnsinnig cool aus, bei hellem Sonnenschein muss man manchmal mit der Hand einen Schatten machen, um etwas erkennen zu können. Eine Sache, die man nicht sehen, aber hören kann, sind die Start-up- und Lock-Sounds, die allesamt total futuristisch klingen und der Lautsprecher ist jetzt auch noch lauter und klarer. Ich finde es immer wieder richtig cool, auf mein Fahrrad zuzugehen und von ihm begrüßt zu werden. Sollte man Stille bevorzugen, kann man alles natürlich deaktivieren. Viele Leute denken, ein E-Bike bzw. Pedelec, wie sie ja eigentlich heißen, aber sie keiner nennt, wären was für alte Menschen. Tatsächlich geht es mir aber darum, schneller von A nach B zu kommen, ohne im Nachgang duschen zu müssen. Man wird beim Treten unterstützt. Ich bin gern sportlich, aber noch lieber komme ich schnell und komfortabel am Ziel an. Mit dem S2 habe ich oft abends nach dem Arbeiten Berlin erkundet und so viele spannende Orte und Menschen kennengelernt. Es ist, als würde die Stadt schrumpfen. Ganz egal, ob Gegenwind, Steigungen oder rote Ampeln auf dem Weg sind. Die Reichweite beläuft sich aufgrund des üppigen 504 Kilowattstunden Akkus auf 150 Kilometer in Stufe 1 und 60 Kilometer im höchsten Modus. Ich kam auf rund 50 Kilometer bei meiner Fahrweise. Das ist ein super Wert, den viele andere smarte E-Bikes nicht im Ansatz erreichen. Wer schneller als die Unterstützung fährt, braucht natürlich keinen Strom. Das alles ist möglich, weil der Akku kein unförmiger Klotz außen, sondern im Rad verbaut ist.
ist. Zum Aufladen muss das Electrified S3 deswegen an eine Steckdose. Der Akku kann nur zu Reparaturzwecken, dann aber auch vom Kunden selbst entnommen werden. Früher hatte ich einen Stromanschluss direkt im Fahrradschuppen, dann in der Garage und jetzt muss ich immer in die Wohnung. Dank Fahrstuhl und schnellem Aufladen in 80 Minuten auf 50% für mich kein Problem. Aber klar, im fünften Stock von einem Altbau wird man nicht froh und ein entnehmbarer Akku wäre wünschenswert. Das ist der Preis für ein schickes Design und das verhältnismäßig leichte Gewicht von 19 Kilo für diese Akkugröße. Der Motor ist auch ein neuer und jetzt beinahe lautlos. Er ist nochmal etwas stärker geworden und im Vorderrad, was bedeutet, dass das Electrified S3 Allrad hat. Ein Fahrrad mit Allrad. Der Vorteil gegenüber einem Mittelmotor ist vor allem das direkte Ansprechverhalten und dass die Kette nicht so extrem belastet und verschlissen wird. Van Move hat sich wieder für eine Kette und gegen einen Riemen entschieden, weil sie widerstandsfähiger und effizienter ist. Durch den Kettenschutz muss man sie kaum fetten, was euer rechtes Hosenbein sicher gerne hört. Der Topspeed des S3s ist in Europa 25 km/h, in der App kann man theoretisch auf die USA wechseln und dann fährt es 32, das ist aber nicht legal. Es gibt auch noch einen Boost-Knopf, ein feines Feature, an das man sich schnell gewöhnt. Gedrückt halten entfesselt die maximale Beschleunigung, die nochmal ein gutes Stück krasser ist als beim Vorgänger. An einer roten Ampel zieht man jedes andere Rad und meist auch die Autos ab. Außerdem wurde jetzt ein wichtiger Punkt überarbeitet, die Automatikschaltung. Im Vorgänger war es ein Zweiganggetriebe mit Zentrifugalmechanismus, nun ist es ein elektrisches mit 4 Gängen. Sowas gab es noch nie und es erforderte jahrelange Entwicklung. Es kam eine kleinere und größere Übersetzung dazu. 4 Gänge sind dank der elektronischen Unterstützung absolut ausreichend und da immer ein Reststrom im Rad bleibt, ist auch die Schaltung bei leerem Akku noch aktiv. Das Verrückteste von all dem ist aber, dass man in der App, kein Witz, das Schaltprofil den eigenen Vorlieben anpassen kann. Wann die Gänge hoch und wann sie runtergeschaltet werden sollen. Ich finde das zu krass. Aber man muss natürlich wie bei jeder Schaltung beim Gangwechsel etwas Kraft von den Pedalen nehmen, ansonsten knackt es unschön. Man gewöhnt sich sehr schnell an eine Automatikschaltung und tatsächlich fehlt sie mir bei Fahrrädern, die keine haben. Gerade der größere Gang ist etwas, was ich mir sehr gewünscht habe. Jedoch mein mit Abstand liebstes Feature ist das Kicklock. Nicht weniger als ein Gamechanger. Anstatt jedes Mal mit einem Schlüssel und einem Schloss mühevoll das Rad anbinden zu müssen, nur um dann zu sehen, dass es trotzdem geklaut wurde, gibt es im Hinterrad einen Bolzen, der Fahren unmöglich macht. Man kickt ihn einfach rein und das war's. Sobald ich wiederkomme, erkennt mein Rad das Smartphone und entriegelt. Alternativ kann man einen Entsperrcode auf der Klingel festlegen, falls das Smartphone leer sein sollte. Aber ist das alles sicher genug? Nun, ich habe ein Jahr mein S2 an den schlimmsten Orten in Berlin geparkt und es wurde maximal ein bisschen bewegt. Sobald man es nämlich anfasst, ertönt ein sehr lauter Alarm mit wild blinkenden Lichtern, inklusive Totenkopf auf dem Display. Wer will, kann auch weiterhin ein normales Schloss zusätzlich anbringen. Und falls das alles nicht reicht, für 290 Euro kann man die Bikehunter-Funktion dazu holen. Dieses Rad hat eine SIM-Karte. Sollte es geklaut werden, sendet es seinen Standort und Van Move-Mitarbeiter werden sich höchstpersönlich für euch auf den Weg machen, um das Rad zurück zum Besitzer zu bringen. Und sollten sie das innerhalb von 14 Tagen nicht schaffen, bekommt ihr ein neues Rad. Es gibt also nichts Dümmeres, als ein Electrified zu klauen und das ist Gold wert. Also gut, ich habe hier und da die App erwähnt, aber jetzt nochmal in aller Ausführlichkeit. Sie ist verfügbar für Android und iOS und zeigt auf der Startseite den letzten Standort und Akkustand eures Rads. In den Einstellungen kann man die Unterstützung anpassen, die Lichter, das Schaltprofil, Sounds, ob das Rad entsperrt werden soll, wenn ihr euch nähert und das funktioniert auch alles so, wie man sich das vorstellen würde. Durch die neue Technik im Inneren kann jedes einzelne Teil geupdatet werden, also wer weiß, was da noch alles passiert. Bevor ich zu meinem Fazit und dem Preis komme, will ich noch ein paar Kritikpunkte loswerden. Um diese einheitliche Optik zu erreichen, sind alle Teile von Van Move. Das heißt, man muss sie auch dort beziehen. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Verschleiß der Vorgänger gemacht, es gab keine unerwarteten Reparaturen, aber das ist ein Gedanke, den man mal äußern kann. Die Displayhelligkeit könnte außerdem etwas höher sein und für einige Menschen ist es halt ein Dealbreaker, dass man den Akku nicht entnehmen kann, um ihn aufzuladen. Ja,
das war's, denn alles andere, was an normalen Fahrrädern frustrierend ist, ist hier mega geil. Optik, Fahrgefühl, das Kicklock, dass es nicht geklaut werden kann und wenn doch, kommt's wieder. Sogar der Fahrradständer ist geil. Endlich mal einer, der stabil steht. In was für einer Welt leben wir bitte, in der man sagen kann, dass sich ein Upgrade zwischen zwei Fahrradgenerationen lohnt? Und das Beste kommt noch. Wenn man das alles hört, dann denkt man natürlich, oh, da ist gutes Rad teuer. Aber nein, dieses Fahrrad kostet 1400 Euro weniger als sein eigener Vorgänger. Wie ist das überhaupt möglich? Nun, ich kenne die Antwort. Van Move hat jetzt eine eigene Fabrik und kann dadurch in größeren Stückzahlen produzieren. Aber anstatt sich am Kunden zu bereichern, sagen sie, nee, wir machen das Ding 40% günstiger. So sollte das sein. Und auch wenn für dieses Fahrrad hier nicht jeder der optimale Fahrradfahrer ist, also dieses Fahrrad nicht das perfekte Rad für jeden ist, ist es für mich persönlich das krasseste Gesamtpaket und ich freue mich auf jede Fahrt. Das war's von mir. Macht's gut, bis bald. Ciao.